liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, ich danke euch für eure Treue, mit der ihr unseren Absichten und Möglichkeiten folgt, euch mit dem Evangelium eins zu machen und ein Leben lang auch möglichst dabei zu bleiben. Das ist unbedingt notwendig, denn zu allen Zeiten haben sich Menschen überall über das Evangelium zuerst erhoben und es rundheraus abgelehnt, nachdem sie es zuvor begeistert angenommen hatten. Zunächst habe ich noch ein Anliegen. Zu meinem 80. Geburtstag vor fast 2 Jahren bat ich euch, dass du, liebe Zuschauerinnen und du, lieber Zuschauer, dir nicht nur das eine oder das andere Video ansiehst, sondern die ganze Fülle der Videos ist wichtig, die wir dir als Vatershaus anbieten. Warum? Wenn du dir nur hin und wieder einen Clip ansiehst, dann kann es leicht sein, dass du zu einem falschen Ergebnis kommst. Denn es ist durch die Zeitbegrenzung für einen Videoclip oft nicht möglich, das große Ganze voll abzudecken. Deshalb haben wir die vielen Videos in Umlauf gebracht, um deine Fragen jeweils einzeln zu beantworten und dir ein umfassendes Bild von dem Leben als Christ in der Endzeit zu geben. Daher ist es auch total wichtig, jeden Videoclip ganz bis zum Ende anzusehen, damit du die Informationen zu einem bestimmten Sachverhalt auch komplett mitbekommst. Nur so kannst du im Glauben wirklich wachsen und dein Christsein als Jünger Jesu voll genießen. Aus einzelnen Kommentaren auf unserer YouTube-Seite kann ich erkennen, dass dir vielleicht manchmal etwas Wichtiges fehlt. Und das sollte keineswegs so sein. Und bitte seid nicht enttäuscht, wenn ihr keine Antwort von mir bekommt. Ich werde jetzt bald 82 und bin nicht mehr in der Lage, auf alle schriftlichen Anfragen zu antworten. Deshalb meine Bitte, sieh dir die nun fast 200 Videoclips an und du bekommst einen vollen Überblick über alles, was wirklich wichtig ist und über alles, was wir in den letzten 5, 6 Jahren gemacht haben. Und nun zurück zu meinem heutigen Thema. Lasst uns mit einer Bibelstelle beginnen. 1. Korinther 10, Vers 12. Daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Paulus erinnert die Christen in Korinth an die Abkehr der Juden vom Evangelium, weswegen der göttliche Vater sie ja aus der jüdischen Glaubensgemeinschaft herausgenommen und abgeschnitten hat. Die Heiden, die Nationen, waren jetzt anstelle der Juden in den heiligen Ölbaum eingepfropft worden. Und die traditionellen Juden verloren ihren sicher geglaubten Platz als Kinder Gottes. Warum? Weil sie sich in ihrer Tradition sicher fühlten. Und zugleich fingen die Nationen Christen an, sich gegen die Juden zu rühmen, weil sie die Ehre hatten, nun an ihrer Stelle zu stehen. Doch dann kommt Paulus dazu und sagt ganz klar, und ich lese jetzt den Bibeltext, das sagt der Römer 11, Verse 18 bis 21, so rühme dich nicht gegen die Zweige. Wenn du dich aber gegen sie rühmst, du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel dich.
Du wirst nun sagen, die Zweige sind herausgebrochen worden, damit ich eingepfropft würde. Richtig, sie sind herausgebrochen worden durch den Unglauben. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht geschont hat, wird er auch dich nicht schonen. Manche denken, der eingesetzte geistliche Diener hätte die Aufgabe, den wahren Glauben zu bewahren. Konkurrenzdenken ist sträflich und führt im Glauben nicht weiter. Gruppenbildung in der Gemeinde ist äußerst beunruhigend. Bescheidenheit eines jeden einzelnen Gotteskindes, das ist die Lösung. Jeder Christ ist verantwortlich dafür, darauf zu achten, dass er die Kraft und Wahrheit der echten Heiligkeit in seinem eigenen Herzen und Leben bewahrt, gegenüber jedermann. Nur das wird die Abkehr, den Abfall vom Evangelium zurückhalten. Denn wenn der Einzelne nicht heilig lebt, wird es die Gemeinde auch nicht tun und schon gar nicht eine ganze Nation. Andere leugnen die gegenwärtig weit verbreitete Abkehr vom Evangelium. Sie sind sich vollkommen sicher, dass sie nicht vom Evangelium abfallen werden und auch gar nicht können. Es ist in ihren Augen richtig, andere zu warnen, aber sie selbst stehen felsenfest. So glauben sie, haben sie doch sehr bekannte Prediger auf ihrer Seite. Doch die vergessen das Beispiel von Petrus. Er glaubte auch nicht, dass er Jesus jemals würde verleugnen können. Doch wie sehr er sich irrte. Später in seinem ersten Brief warnt er die Christen davor, ja nicht überheblich zu sein, in der Vorstellung, dass sie nicht vom Glauben abfallen könnten. Sie müssten nicht nur in Gottesfurcht wandeln, sondern Gott auch in ihren Herzen heiligen und mit Sanftmut und Ehrerbietung jederzeit gegenüber jedermann bereit sein, der Auskunft über ihre Hoffnung verlangt. Sanftmut und Ehrerbietung. Beachtet bitte, wie weit verbreitet die Abkehr vom Evangelium ist. Unwissenheit, Gottlosigkeit und weltliche Gesinnung zeigen an, wie sehr die Menschen sich von Gott entfernt haben. Wie sündig das Volk ist, wie schuldbeladen seine Menschen sind, wie sehr sie den Herrn zum Zorn gereizt haben. Wenn wir vor der Corona-Pandemie gewarnt werden, an der bereits eine ganze Anzahl von Menschen gestorben sind, dann sind wir zu Recht besorgt und treffen alle möglichen Vorkehrungen, damit wir uns nicht anstecken. Wenn aber die Infektionszahlen weiter ansteigen und die Todeszahlen stündlich neue Höchststände erreichen, wären wir töricht zu glauben, wir allein würden verschont werden. Viele von uns sind durch den Betrug der Sünde verstockt worden und in unseren Seelen steckt das gleiche Prinzip, Sünde und Liebe zur Welt. Genau wie bei denen, die von Christus schon abgefallen sind. Sind wir besser und stärker als sie, dass wir allen Versuchungen
widerstehen können. Auch wir haben Launen. Auch wir haben Schwächen. Auch wir haben Neigungen. Die Welt dem Reich Gottes vorzuziehen. Es ist ausgesprochen dumm, in einer solchen Zeit nicht ganz besonders sorgfältig zu sein. Die im Augenblick weit verbreitete Gefahr, sich vom Evangelium abzuwenden, wird leicht unterschätzt, wenn man glaubt, dass die Epidemie schon im Abklingen ist. Nach der ersten Corona-Welle dachten viele, es ist ja noch einmal gut gegangen, und sie wurden leichtfertig wie eh und je. Heute stimmen viele darin überein, dass die zweite Corona-Welle schlimmer ist als die erste und Menschen erreicht, die sich für absolut sicher hielten, und dass der Zustand der Welt heute schlimmer ist als noch vor einigen Monaten und Jahren. Die breite Mehrheit unseres Volkes lehnt den Glauben an das Evangelium ab. Der Einfluss Roms nimmt gleichzeitig zu. Unterschiedliche Kulte breiten sich in unserer Mitte aus. Die Kraft, Wunder zu wirken, zu heilen, Überlegenheit zu zeigen, ist verführerisch. Denn sie beschert uns Ansehen und Bewunderung. Dies ist also gewiss nicht die Zeit, um unbekümmert zu sein. Können wir sicher sein, dass sich in uns selbst nichts vom Evangelium abwendet? Was sehen wir uns im Fernsehen, in Filmen und bei anderen Gelegenheiten an? Was machen wir auf Veranstaltungen in der Öffentlichkeit? Erleben wir, wie die Wahrheit der Bibel jeden Tag um ein kleines Stück verkürzt wird? Haben wir in den Augen der Öffentlichkeit den Ruf, dass wir leben in Wirklichkeit? Sind wir geistlich aber längst tot? Wir wissen heute nicht, wie weit die Abkehr vom biblischen Glauben noch gehen wird und welches Ausmaß sie erreichen wird. Gott kann sie jeden Augenblick beenden und die Entrückung der übrig gebliebenen Gläubigen starten. Zwei Wahrheiten sollten uns stärken. Erstens, 2. Timotheus 2, Vers 19. Der Herr kennt die Seinen. Ich wiederhole, der Herr kennt die Seinen. Und zweitens, Habakuk 2, Vers 14. Gott hat einen Zeitpunkt bestimmt, an dem er jede Abkehr vom Evangelium stoppen und die Erde erfüllt sein wird von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Die Abkehr vom Evangelium kennt viele raffinierte und heimtückische Wege, um ungefestigte Seelen zu täuschen. Sie kann uns bei unserer Arbeit packen, zu Hause im Kreise der Familie, inmitten unserer Freunde oder durch unseren Besitz. Satan strebt danach, unseren Geist zu verdrehen und unser Begehren zu vergiften. Er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Schon ein einziges Buch von einem bekannten Wunderheiler kann der Anfang für den Abfall vom Glauben sein. Manche werden durch Aberglauben vom Evangelium weggezogen,
andere durch Geringschätzung der Geheimnisse des Evangeliums, wieder andere durch Ehrgeiz, Stolz und Weltliebe oder durch Gleichgültigkeit und Zweifel. All das sind Wege, auf denen die Abkehr vom Evangelium Menschen gefährdet und betrügt. Es gibt eine bewusste Abkehr vom Evangelium, die nicht wieder gut gemacht werden kann und zum ewigen Verderben führt. Aber gemäß dem Grundsatz des Evangeliums ist niemand in einem Zustand, aus dem er nicht gerettet werden könnte, wenn er von ganzem Herzen Buße tut. Gott gesteht es keinem Menschen zu, der eigenverantwortliche Richter über sich selbst zu sein. Das würde den sündigen Menschen an die Stelle Gottes setzen. Aber es gibt eine Abkehr vom Evangelium, nach der es für einen Menschen unmöglich ist, wiederhergestellt zu werden. Es gibt eine Abkehr vom Evangelium, bei der die Gnadenmittel nur die Dornen und Disteln des Unglaubens und der Verwerfung des Evangeliums hervorrufen können. Jeder Rückfall in Sünde kann, wenn wir nicht Acht geben, zu dieser Abkehr vom Evangelium führen, die nicht wieder gut gemacht werden kann. Darauf müssen wir besonders aufpassen. Eine völlige Abkehr vom Evangelium ist eine größere Sünde als die der Juden, als sie Jesus ans Kreuz schlugen. Menschen, die das Evangelium strikt und ohne jeden Zweifel ablehnen, können keinen anderen Weg zum Heil finden oder einen anderen Heilsweg beschreiten. So viel ist klar. Ein erstes Zeichen für einen unumkehrbaren Weg in die Hölle ist jedes Fehlen von Würdigung der Güte und Vorzüglichkeit, mit der Jesus Christus uns erlöst hat. Das zweite Zeichen ist der Verlust der Überzeugung, dass das Evangelium wahr ist und von Gott kommt. Das dritte Zeichen ist die Geringschätzung der im Evangelium verheißenen Dinge. Das vierte Zeichen ist die Abkehr vom Evangelium bei gleichzeitiger Hinwendung zu einer anderen Religion oder Sekte. Und das fünfte Zeichen, ein Mensch, der Christus verwirft und sich vom Evangelium abwendet, der Christen verfolgt und sie auf jeder nur denkbaren Art und Weise verfolgt. Das sechste Zeichen ist die Schmähung des Heiligen Geistes, die Verheißung des Heiligen Geistes als Person, die den Gläubigen auf Schritt und Tritt begleitet. Die Abkehr vom Heiligen Geist, der das Herrlichste, das Größte, das Schönste, das Kraftvollste im Christsein darstellt, ist das größte Geschenk, das uns Jesus als seinen gläubigen Kindern geschenkt hat. Die Ablehnung des Heiligen Geistes, die Sünde gegen den Heiligen Geist ist unverzeihbar. Dennoch, es bleibt dabei, Christus ruft die Menschen nach ihrem Rückfall in Sünde zurück und hilft denen, die ihn von ganzem Herzen suchen. Wenn also dein Abfall von dem Weg der Heiligkeit, nicht von der Abneigung gegen Christus und dem Evangelium herrührt, dann gibt es für dich alle möglichen Arten der Ermutigung.
Fazit. Als Israel gegen die Amalekiter, gegen Amalek kämpfte, siegten sie, solange Mose seine Arme hochhielt. Wenn er die Arme sinken ließ, kamen sie augenblicklich ins Hintertreffen. Deine sündigen Gewohnheiten sind dein Amalek. Wenn du kämpfst und die Arme hochhältst, wirst du siegen. Ich finde, das ist ein wunderbarer Vergleich. In diesem Sinne, ihr lieben Freunde, eine ernste, aber wirkliche und notwendige Ermahnung, wie ich denke. Ich möchte euch segnen. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lass sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.